Hast du schon mein Video gegen Kuhn-TV gesehen? Wenn ja, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Von Nebensachen, der hat ein Video gegen Kuhn-TV gemacht. Kuhn-TV-Kritikvideo. Los geht, ich wollte mich noch einmal kurz für die 100 Abonnenten bedanken. Mir ist es wirklich sehr wichtig. Es freut mich wirklich sehr, dass wir mittlerweile so viele sind. Und jetzt, let's go mit dem Video. Okay. Ihr habt gerade wütend auf das Video geklickt und eure Startseite sah wahrscheinlich so hier aus. Also bevor hier wieder versucht wird, mit Scheinargumenten die Punkte Nebensachen, Kuhn-TV Exposed, dieses Video, Leute, zu okay. rechtfertigen, möchte ich einige Dinge klarstellen. Auch wenn einige Punkte durch Recherche und aufmerksames Schauen gefunden werden konnten, sind diese Punkte nicht weniger richtig. Also bitte jetzt keine Argumente im Sinne von, ja, das ist ja nicht exposed oder so. Und zum anderen, auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich mit diesem Video relativ viel Feinde mache und mich gegen die gesamte Meinungsblogger-Szene stelle, möchte ich bitte, dass dieses Video sehr konstruktiv aufgefasst wird und ich möchte mich jetzt nicht komplett gegen alles stellen, aber ich möchte trotzdem meine ich komme Meinung trotzdem nicht sagen, drauf klar, also ich bin wenn euch ihr ehrlich, ich irgendeinen komme nicht Punkt drauf gegen klar. mich hat, dann lasst es mich wissen, aber bleibt sachlich. Wenn ihr einen Punkt nicht richtig fandet, dann nehmt mich gerne in den Kommentaren auseinander. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video und let's go! Kapitel 1 Hetze, oh ja. Oh ja, also man muss halt sagen, Kuhn-TV an sich ist er ja schon ein großer Hetzer. Bevor es jetzt hier großartig losgeht, Kapitel Hetze, ich kann nur sagen, dass Kuhn-TV sehr viel hetzt und das stößt mir jedes Mal wieder negativ auf. Finde ich auch immer sehr schade. Dementsprechend ist Kuhn-TV für mich auch im Schatten seiner selbst und ich bin auch nicht so. In diesem Punkt geht es mir um die generelle manipulative Art von KuchenTV. Vielleicht ist euch ja schon mal aufgefallen, dass er immer versucht, Ja. einen auf seine Seite zu bringen. Ja. Es ist ja quasi sein Markenzeichen. Ich finde aber, dass dies in letzter Zeit etwas in Extreme abgedriftet ist. Ich finde es nämlich gerade dann schade, wenn Methoden benutzt werden, auf die man eigentlich nicht wirklich zurückgreifen sollte. Aber eins nach dem anderen. Der erste Trick ist, dass dem Zuschauer direkt beim Anklicken des Videos seine Meinung aufgezwungen wird. Aber er hat mich abonniert, das ist halt das Positive einfach. Versteht mich nicht falsch, wenn ich jetzt einen Titel schreibe, Fire Golden ist doof, ist es in Ordnung, da ich ja explizit meine Meinung kundtue. Wenn ich aber meine Meinung versteckt reintue, ist das was anderes. Als Beispiel nehme ich hier mal das Video über den TikTok-Account von Mitreden. Ich bin mir sehr sicher, dass fast niemand den Kanal vorher kannte. Zumindest ich habe von diesem Kanal mit gerade mal 30.000 Followern noch nichts gehört. Aber durch den Titel Mitreden, der nächste feministische Hetzkanal, wird einem direkt diese Meinung und Einstellung mitbegeben und mit dieser Einstellung guckt man sich dann das Video an. Im Endeffekt klingt das ja eigentlich wirklich ganz schön geil. Komischerweise gibt es auf der gesamten Seite nicht ein einziges Video, was irgendwelche Probleme anspricht, die Männer in unserer Gesellschaft haben. Ich nenne einfach mal eins. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal in die Videos. Das war ein Punkt, der mir aufgefallen ist, falls irgendwie das Video von denen da noch nicht online war, als KuchenTV das Video gemacht hat, tut es mir leid, aber dieses Video spricht ja klar dagegen. Aber ich meine jetzt mal generell. Zudem bringt er oft Argumente, die null mit dem Thema zu tun haben und dann einfach nur auf die Seite von ihm bringen sollen. Ich weiß, negatives Beispiel, aber als Beispiel das ABK-Video. Und nein, ich finde die Videos von ABK gegen Kuchen kacke. Wer meine komplette Meinung dazu sehen will, kann sich gern die Videos hier geben. Wie auch immer, er hat seine Argumente gebracht, die nichts mit dem Thema zu tun haben, wie zum Beispiel das ABK-Hunger. Ja, aber was hat es jetzt in diesem Hetzkanal? Also, er kritisiert jetzt, dass KuchenTV schon im Titel stehen hat, dass es ein Hetzkanal ist, weil man sich dann schon die Meinung bildet, dass es ja nur Quatsch ist. Aber aber der behandelt ja auch das Thema, warum es ein Hetzkanal ist. Deswegen ist der Titel ja in Ordnung, weshalb man sich da jetzt auch nicht großartig beschweren kann, weil er begründet das ja, warum es halt ein Hetzkanal ist, weißt du? Das finde ich jetzt irgendwie, verstehe ich nicht ganz. Homophob sei, dass er nicht selber besser ist, weil er damals Kuchen das Pedo-Image aufzwingen wollte oder dass Kuchen einfach sich über das Aussehen lustig macht. Außerdem sind einige Argumente von ihm einfach manchmal Schwachsinn, ja, meiner Meinung das ist nach. Schwach. Zum Beispiel dieses hier. Aneignung ist im Gegensatz dazu, wenn du dir Comrose machst, dein Booty Shake in einem Musikvideo, sie am nächsten Tag wieder rausnimmst und tust, als wäre nichts gewesen und der Kultur nichts zurückgibst. Dieses kulturelle Aneignungsthema ist ebenfalls einfach komplett bescheuert. Übrigens ist das auch einfach Rassismus gegen Weiße. Denn aufgrund meiner Hautfarbe darf ich jetzt nicht meinen Booty shaken oder mir Comrose machen oder was? Ich bin schwarz und das ist meins! Vor allem kann man das Argument ja auch einfach umdrehen. Dann, dass du als schwarze Person jetzt auch. Habe ich einen schlechten Computer oder warum ruckelt das so? Warte mal. Die Kultur der Weißen benutzen.
keine Ahnung. Ah nee, im Hintergrund läuft ja auch alles physisch. Keine Ahnung, was hier los ist. Renderfehler vielleicht. Demokratie wurde zum Beispiel eher von Weißen erfunden. Hör auf, Demokratie zu benutzen. Denn klar, Demokratie wurde von Weißen erfunden. Aber Bro, das heißt ja nicht, dass weil die Schwarzhäutigen irgendwie zu dumm oder so waren, sondern weil sie damals strukturiert bis hin zur Sklaverei unterdrückt wurden. Also ich finde, dieses Beispiel zieht hier wirklich gar nicht. Abgesehen davon zeige ich euch noch einmal kurz, was ich mit dieser Hetze und zu starken Meinung meine. Dazu abschließend noch sagen, die Öffentlich-Rechtlichen fahren einfach eine ganz klare Sexismus-Propaganda für die Feministen. Und das ist einfach saugefährlich, denn man sieht ja, wie weit das Ganze heutzutage schon geht. Und hiermit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, und zwar das Gendern. Ich weiß nicht warum, aber KuchenTV regt sich leidenschaftlich gerne über das Gendern auf. Und als erstes, nein, ich gender auf meinem Kanal auch nicht, Jungs, aber... Also, das ist eine Frechheit, ja? Rote Karte in den Chat. Also da kann ich wirklich, also rote Karte in den Chat, dass er hier nicht gendert. Ja. Da fühle ich mich persönlich jetzt auch ein bisschen angegriffen. Bin ich euch ehrlich? Finde ich dann schade. Ich hetze nicht so krass gegen das Gendern wie KuchenTV. Wenn man mal auf seinen Kanal schaut, dann sieht man, dass gerade in den letzten 4 Monaten sehr viele Videos zu dem Thema kamen. Es sind eigentlich sogar noch 5 mehr, wenn man es genauer nimmt. Und ja, ich weiß, es ist immer lustig, jemandem zuzugucken, der sich krass aufregt, und ich bin auch vollkommen cool damit. Aber sind die Argumente wirklich ernst? Praktisch kannst du dir Popcorn holen. Gendern wird wegen ein paar Punkten verwendet. Es soll zum einen natürlich zeigen, dass in der Mehrzahl auch alles Weibliche inbegriffen ist, aber das ist nur ein Punkt. Es soll nämlich auch daran erinnern, dass einige Berufe, wie zum Beispiel Informatiker, viel zu unterbelegt sind, was die Frauen angeht. Wenn man nun also Informatikerinnen und Informatiker sagt, kriegt man so auch in die Köpfe der Leute, dass es auch Informatikerinnen gibt. Man wird also automatisch dazu angestoßen, wenn ich zum Beispiel BauarbeiterInnen sage. Zum anderen soll das auch absichtlich umständlich sein. Klar, es ist irgendwie anstrengend zu gendern, aber es ist auch absichtlich so umständlich. Das Ziel ist es, eines Tages mal vom Duden oder irgendeiner anderen ähnlichen Institution selber eine alles einschließende Mehrzahl gibt, die sowohl Frauen und Männer als auch alle weiteren. Ich verstehe es generell nicht, wem das stört. Also ich kenne keine Person, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Zuschauer, die gucken sich gerne mal Videos an. Ich kenne keine Person, keine weibliche Person, die sich angegriffen fühlt, weil ich gesagt habe, meine Zuschauer und nicht meine ZuschauerInnen. Also muss ich einfach sagen, es ist für mich nicht begreiflich, wie man sich da angegriffen gefühlt. Wie kann man sich da bitte aufregen, dass man nicht selber noch genannt wird? Ich weiß es nicht. Schlechter Abdeckt. So, Gendern an sich ist ja so eigentlich gar kein Problem, aber ich verstehe nicht die Person, die sich jetzt ernsthaft darüber aufregen, dass das Innen nicht hinten rangesetzt wird. Stört es, dass Kuchen so stark gegen das Gendern hetzt. Das verletzt mich total. Okay, Anna, es tut mir leid, wirklich. Eins der Videos an. Damals wurde es auch schon von Firegold in dem echt schlechten Kuchen-TV-Expose-Video besprochen, aber damals halt eben mit schlecht. Ich werde euch einmal das Video von Eikuchen einwenden und ein, zwei Cuts setzen, da es ein One-Take ist. Wer denkt, ihr schneidet es mir so irgendwie zurecht oder so, in der Beschreibung bei den Quellen ist auch das Video mit automatischem Timestamp an der Stelle, wer das gerne sehen möchte. Also, Film ab! Und kommen wir auf jeden Fall noch zu den Geldspenden. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich die Einnahmen von dem Reaction-Kanal halt auf jeden Fall spenden werde, einmal pro Monat. Und das mache ich halt jetzt nicht. Und das Ding ist halt nicht mal, dass ich das halt von Anfang an nicht vorhatte, sondern ehrlich gesagt habe ich halt damit gerechnet, dass ich viel stärker für den Kanal irgendwie gehatet werde. Also ich dachte so, dass richtig viele Leute auf die Barrikaden gehen, dass ich so 30 Videos abbekomme mit, du hast aber mal das oder das gesagt, ja, wo Leute wieder Dinge aus dem Zusammenhang reißen und so. Und wenn man sich jetzt meinen Reaction-Kanal einfach so anguckt, also der macht jeden Tag 200, 300 Abonnenten. Ich habe jetzt 550.000 Aufrufe, also das ist genauso viel wie auf Eikuchen, beziehungsweise glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es wirklich sehr krass gehatet wird. Und um das halt so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, ja, dann spenden die es halt so, habe ich das halt einfach gesagt. Und im Endeffekt feiert das halt jeder so, es kümmert keinen, dass ich da meine Reactions hochlade, alle sind cool damit. Und deswegen behalte ich halt das Geld. Also, Kuchen hat gesagt, dass er die Einnahmen spenden wollte. Dann hat er aber gemerkt, dass alle den Kanal feiern und deshalb behält er alle Einnahmen und spendet nichts. Was ist das denn für eine Logik? Bei diesem Thema weiß ich auch gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Also das Thema ist halt jetzt, das war 2019, als er seinen Kanal so gegründet hat. Klar, die Aktion, die Tim gemacht hat, er stand halt nicht hinter seinem Wort. Völlig verständlich, dass man es kritisieren kann, aber es ist halt von 2019. Das jetzt nochmal anzusprechen, obwohl Tim sich dahingehend schon geäußert hat, ist eigentlich Quatsch, weil es bringt Tim halt jetzt auch nichts weiter, das aufzugreifen. Ja, also Tim wird sich jetzt nicht denken, ja stimmt, da hat er ja recht gehabt, das war ja damals so. Wie kann es nur sein?
Man muss einfach mal so sagen, Tim hat gemerkt, dass dieser Kanal echt viel Geld bringen kann. Hat das Potenzial in dem Geld gesehen, hat halt gesagt, dann mache ich das halt, oder damit, das ist halt sozusagen mein Hauptkanal, wo ich das Geld verdiene. Ne, weil er ja eine Zeit lang kein Partner mehr auf YouTube war und hätte damit halt wenig Geld verdient. Oder zu wenig Geld verdient, man weiß es halt nicht. Dementsprechend, ich kann das schon verstehen, dass er den Weg gegangen ist, dass er mit den Reactions halt sein Geld macht. War halt natürlich dumm, die Aussage rauszuhauen, muss man einfach so sagen, dass er das Geld spendet. Es ist halt relativ unnötig gewesen. Für eine Logik. Bei diesem Thema weiß ich auch gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Das Ding ist halt, man muss sich trotzdem nochmal in Tims Lage versetzen. Tim hatte einen Hauptkanal, der ist gut gelaufen und der hat viel Geld gebracht. Keine Ahnung, ich glaube auch fünfstellig oder so. Also sagen wir so 7, 8, 9, 10.000 Euro, was weiß ich. Und dann verliert er seine Partnerschaft und verdient auf einmal mit dem Kanal gar nichts mehr. Was würdet ihr dann machen? Wenn ihr wisst, ihr habt noch einen Kanal, damit verdient ihr genug Geld. Das ist halt die große Frage. Ich frage mich, warum er damit einfach so davongekommen ist. In der Reaction auf Fire Golden's Ex-Post sagt er, dass er damals auch eine sehr finanziell schwierige Zeit hatte. Aber dann kann er doch auch wenigstens jetzt, wo er gerade sehr viel Geld hat, die damaligen Einnahmen wie versprochen spenden und sollte versuchen, nicht immer überall den größtmöglichen Profit rauszuziehen. Das war's von mir, Leute. Haut rein. So, ja, aber an sich war das in Ordnung, das Video, ja. Also,